Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, nämlich Let's Play Dead Space. Das Spiel ist aus dem Jahr 2008, Horrorklassiker inzwischen, die meisten kennen ihn. Ich habe es noch nicht gespielt, ich habe vielleicht eine Stunde oder so maximal gespielt, damals als es rausgekommen ist. Hat mich dann irgendwie nicht weiter interessiert, aber mich hat irgendwie die Lust jetzt drauf gepackt und deswegen zocken wir das jetzt einfach, nochmal Einstellungen alle überprüfen. Audio-Einstellung müsste auch alles passen. Grafik, ja, passt auch alles. Sehr gut. Dann können wir direkt neues Spiel machen. Oh, wir spielen erstmal auf Mittel. Schauen wir mal, wie es läuft. So. Auf geht er. Ich bin's. Ich wünschte, ich könnte mit dir reden. Es tut mir alles so schrecklich leid. Ich wünschte, ich könnte mit irgendjemandem reden. Alles bricht zusammen. Es ist kaum zu glauben, was hier vor sich geht. Ist schon seltsam. So ein kleines Ding. Wie oft hast du dir das schon angesehen? Sie scheint dir wirklich zu fehlen. Keine Sorge, wir sind fast da. Und sobald wir an Bord sind, kannst du sicher nach ihr sehen. Hört sich an, als hättet ihr eine Menge nachzuholen. Okay, wir sind da. Orbit wird synchronisiert. Der ganze Ärger wegen dem Felsbrocken. Der Abbau von Rohstoffen im All ist ein lukratives Geschäft, Miss Daniels. Glaubt man den Experten, gibt es auf Aegis 7 massig Gold, Kobalt, Silizium, Osmium. Und wo ist sie jetzt? Ah, da. Wir haben Sichtkontakt. Das ist also die Ishimura. Die USG Ishimura. Das größte Abbauschiff seiner Klasse. Und scheinbar waren sie schon fleißig. Warum ist denn alles dunkel? Man sieht nicht ein einziges Licht. Corporal, bringen Sie uns weiter rein und rufen Sie sie. Passen Sie auf das Trümmerfeld auf. Wir sind hier, um Ihr Schiff zu reparieren, nicht unseres. USG Ishimura, hier spricht das Notfallteam der USG Kalyan in Antwort auf Ihren Notruf. Bitte kommen, Ishimura. Sie müssen das Signal verstärken wegen des Energieproblems. Signal verstärken. Noch mehr. Ich habe noch nie von einem kompletten Kommunikationsausfall auf einem der Dinger gehört. Bei 1000 Leuten an Bord müsste doch irgendjemand sein Handy nehmen und... Was ist das? Ein defektes Array, wie wir erwartet haben. Ich tippe auf ein Problem mit dem Encoder. Bringen Sie uns da runter, dann kümmere ich mich mit Isaac darum. Dürfte nicht länger dauern als 48 Stunden. Sie haben die Lady gehört. Bringen Sie uns rein, mal sehen, was wir tun können. Gravitationsstrahl aktiviert. Automatisches Undock-Manöver eingeleitet. Verfluchte Scheiße! Sir, die Undock-Probe... Was ist los? Wir sind ab vom Kurs, wir haben in die Hölle! Fahren Sie die Schilde hoch! Ihr Traktorstrahl ist defekt. Schalten Sie sofort auf manuell um. Sind Sie irre? Sofort abbrechen! Nein! Wir können es reinschaffen! Corporal, das war ein Befehl! Das Feld ist zu stark! Manöver bei der Distanz abgebrochen, wären wir direkt in die Ishimura gekracht. Kommen Sie also wieder runter und dann an die Arbeit. Corporal, erstatten Sie Bericht. Der Portbooster reagiert nicht. Und wir haben den Autopiloten mitsamt Kommunikation verloren. Wird eine Weile dauern, das zu reparieren. Organisieren wir uns noch ein paar Helfer im Besatzungsraum. Halt still, Isaac. Ich synchronisiere gerade alle Rigs mit dem Schiff. Okay, fertig. Alle sind topfit. Also, wir haben immer noch einen Job zu erledigen. Es geht los.
Na dann, kann es ja endlich losgehen. Vielen Dank, dass Sie mit der Crash Airline geflogen sind, die wieder mal nichts zustande gebracht haben, außer unser Raumschiff zu crashen, logischerweise, wie der Name schon besagt. Ja, ich will jetzt nicht unbedingt meine Rüstung anglotzen, aber sieht schon schick aus. Sieht schon echt schick aus. Aufgabe hinzugefügt. Oh, da sehe ich was auf dem Boden. Okay, okay, was? Linker Bumper ist Rennen, sehr schön. Was haben wir hier auf dem Boden? Midi-Pack, jawohl, wollen wir doch. Nimmst du gleich mal mit, sonst noch irgendwas? Nee. Hat hier hinten noch was? Nee, sieht nicht danach aus. So. Gucken wir uns den ganzen Spaß hier mal an. Das wird teuer. Das wird richtig teuer. Ah, da freut sich die Versicherung. Sie haben nicht die Verbindung zum Portbooster verloren. Sie ein Traum. Haben den Portbooster verloren. Unglaublich, ja, du sagst es. Hier sieht es auch ziemlich wild aus. Ich glaube, hier war eine fette Party. Was habe ich denn hier? Inventar, alles klar. Karte, jawohl, sehr schön. Ah ja, na okay, passt. Ich schätze, hier ist nirgendwo mehr Saft. Isaac, gehen Sie darüber und hacken Sie die Türsteuerung. Okay, okay, Chef. Mache ich sofort, wenn ich hier die Kiste geöffnet habe. Schalte Benutzung von... Ja, interessiert mich nicht. Ich will die Kiste öffnen. Wie kann man denn die Kiste öffnen? Achso, das ist wieder hier. Hallo? I have no clue. Ich weiß es wirklich nicht, wie man die Kiste aufkriegt. Ist auch jetzt erstmal egal. Schauen wir erstmal weiter. Oh, ein Medipack. Oh, irgendwas anderes, was ich nicht gesehen habe, was es ist. Ich glaube Munition. Oder Geld. Braucht man Geld? Ich weiß es gar nicht. Ich... Keine Ahnung, wie man die Kisten aufmacht. Bescheuert. Und ich mache dauernd aus Versehen das Kack-Menü auf. Warum auch immer. Oh, hier geht's rein. Hier sieht's ziemlich blutverschmiert aus, Freunde der Nacht. Ich habe hier einen Schadensbericht. Soll ich den aufmachen? Loggen Sie sich ein und sehen Sie nach, was ich finden kann. Kendra, Sie bringen den Aufzug wieder zum Laufen. Auf geht er, Kendra. Nicht. Wir haben keinen Saft. Wir haben keinen Saft. Ich will hier keine Ausreden, ich will Lösungen. Wenn wir alle zusammenarbeiten, kommen wir schneller hinter diese Sache. Kommen Sie, Isaac. Wir bringen das Computerdisplay online. Na, ich bin schon ready. Darf ich jetzt endlich mal irgendwas drücken? Oho, okay. Na gut. So, ich bin direkt da, wo ich hin muss. Auf geht er. Schadensbericht hochladen. Das sieht nicht gut aus. Sie ist ganz schön ramponiert. Das Monorail-System ist offline. Wird schwierig, sich hier zu bewegen. Die Luft scheint wieder zu zirkulieren. Wäre ja mal ein Anfang. Ja, immerhin ersticken wir jetzt nicht. Oh, what the fuck ist jetzt los? Was zum Teufel war das? Die automatische Quarantäne muss ausgelöst worden sein, als das Hitzesystem wieder angesprungen ist. Also ganz locker bleiben. Ich bin mir nicht sicher. Was zum Teufel? Oh oh. Irgendwas ist hier mit uns im Raum. Ja, bleib doch mal ganz locker, ne? Oh, oh. Der hat einen Spaß hier. Komm schon. Ja. Aber wohin? Wohin? Ah, okay. Ich hau ab. Ich hab eh noch keine Waffe. What the? Oh Gott, ich glaube hinter mir ist einer. Oh, fuck. Irgendwie will er nicht laufen. Mach schneller. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Ich habe keine Waffe. Wie viele kommen denn da noch? Ist ja völlig abnormal. Was geht denn jetzt ab? Mindestens 1000 Gegner sind hinter uns. Oh mein Gott. Mach den scheiß Aufzug auf. Tschüss. Arschloch. Da ist er. Ja, ja. Verpiss dich ruhig. Oh. What the fuck? Hau ihm ins Maul. Alter Verwalter, den hat's zerlegt. Den hat's richtig schön zerlegt. Vielleicht sollte man seinen Arm aufheben und als Waffe benutzen. Rasieren könnte man sich damit sicher auch sehr gut. Heidewitzka. Das war schweißtreibend. Hier ist schon wieder eine Kiste. How the fuck? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Null Plan. Aber hier ist sie... Oh! Ein Plasma-Cutter. Endlich. Okay.
Okay. Wie kann ich denn... Moment. Erstmal jede Taste natürlich aus... Ah, okay. Sehr schön. Kann ich jetzt... Ich kann sogar zuschlagen. Dann kriege ich doch wohl sicher hier die Kisten auf. Nicht? Ich kriege sie nicht auf. Ah, doch, natürlich. Rechter Bumper. Aber die Scheißdinger wollen irgendwie trotzdem nicht aufgehen. Weil man sie mit A öffnen muss. Oh mein Gott. Ich glaube, du spinnst ein bisschen. Aber die kann man aufkicken, oder? Jawohl. Guck dir das an. Erstmal schön Munition eingesackt. So. So, Moment. Da klopft doch schon einer an. Ich schätze, wir müssen den Strom irgendwie hier umleiten. Ich weiß bloß nicht wie. Eventuell mit einem Plasma-Cutter drauf ballern. Ja, das war das Rätsels Lösung. Da ist auf jeden Fall Action hinter der Tür. Wow! Erstmal schön auseinandergeschossen in der Mitte. Was für ein Arschloch. Ich glaube, es hängt. Ah, das wollte ich nicht. Wollte eigentlich keine Munition hier verschwenden. Heidewitzka, hier sieht es ja wild aus. Erstmal noch ein paar Einzelteile machen hier. Zack! Fuck you! Und your mama too. So. Schauen wir mal. Ah, alles schön ruhig hier. So mag ich das. Okay, da ist es ein bisschen dunkel. Da hinten ist eine Kiste. Da kommen wir aber nicht durch, oder? Aber hier ist nur... What the fuck? Geld war hier. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, okay. Nimm doch bitte das Medipack, dankeschön. Da liegt auf jeden Fall noch Geld. Audiolog. Alle mal herhören. Ja, ist doch gut. Scheiß auf die Lüftungsschächte. Will hier bloß irgendwie lebendig rauskommen. So, Moment. Erstmal alles kaputt machen. Alles kaputt machen, was zum kaputt machen ist. Was ist das hier? Standby, Isaac? Ja, bitte, ich bin da. Ach, hier seid ihr. Isaac, da war noch mehr auf dem Weg hierher. Nee. Sind Sie okay? Mehr was? Nee, ich bin total kaputt. Was sind das für Dinger? Ist das die Crew? Schreien Sie nicht so. Was immer es ist, die sind nicht zum Plaudern hier. Und die Hälfte der Türen ist wegen der Quarantäne verriegelt. Wir müssen jetzt zur Brücke, aber dafür müssen wir erst das Monorail-System reparieren. Sie sind doch irre, Hammond. Sie werden uns alle umbringen. Wenn Sie auf mich hören, werde ich Sie hier rausbringen. Also, was ist jetzt mit der Monorail? Aber echt, was ist mit der Monorail? Aber im Wartungssektor sollten wir Ersatz finden. Der Tunnel wird außerdem von einer defekten Monorail blockiert, die repariert werden muss. Mist, alles ist auf der anderen Seite der Quarantäne. Wir kommen nicht hin. Heulsuse. Aber Sie, Isaac... Wenn ich auf der Brücke bin, sollte ich Zugriff auf die Personalakten haben. Reparieren Sie die Monorail, dann helfe ich Ihnen, Nico zu finden. Oh, fick dich, immer muss ich alles machen. Arschkind. So. Was ist denn das hier? Kann man hier irgendwas...